Hallo und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gehen wir weiter in die Vektorgeometrie hinein, denn heute soll es ganz konkret darum gehen, wie du aus drei gegebenen Punkten eine Parameterform einer Ebene aufstellst. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro auf jeden Fall wieder. So, einmal ganz kurz Entschuldigung hier für diesen Schreibfehler. Du kannst dir das hier natürlich wegdenken, denn diesen Rohaufbau einer Parameterform einer Ebene habe ich dir ja schon in einem der vergangenen Videos erklärt. Doch jetzt wollen wir mal ganz konkret eine Ebene aus drei Punkten aufstellen. Wie du siehst, haben wir diese drei Punkte gegeben. Ich habe jetzt mal provisorisch irgendwelche drei Punkte hier eingezeichnet. Die stimmen natürlich nicht mit diesen Koordinaten überein, doch das Vorgehen, das kann man daran ganz gut erkennen. Du weißt, dass eine Ebene immer einen Ortsvektor hat, alternatives Wort Stützvektor oder Aufpunkt. Und dieser Ortsvektor, der fängt immer im Ursprung an und geht zu einem Punkt auf der Ebene. Ich nehme jetzt einfach mal den Punkt A. So. Das heißt, diesen Ortsvektor, den brauche ich jetzt. Wenn ein Vektor einen Ursprung anfängt und zu einem Punkt geht, dann darf man einfach diesen Punkt als Vektor untereinander schreiben. Das heißt, ich habe jetzt A genommen. Hier kommt also 1, 2, 3 hin. Mein Ortsvektor habe ich jetzt schon. Jetzt brauchen wir natürlich die beiden Richtungsvektoren. Und die Richtungsvektoren, die fangen ja immer im Ortsvektor an und gehen dann zu einem anderen Punkt. Also der erste Richtungsvektor wäre dann der hier. Das ist dann also der Vektor, der bei A anfängt und nach B geht. So, dieser Ortsvektor, dieser Richtungsvektor, der fängt offensichtlich nicht im Ursprung an, sondern bei A. Das heißt, hier dürfen wir jetzt nicht einfach B nehmen, einer der typischsten Fehler überhaupt, und untereinander wegschreiben. Nein, diesen Vektor, den müssen wir berechnen. Wir brauchen also den Vektor AB. Wie man einen Verbindungsvektor berechnet, habe ich dir ja schon in einem der vergangenen Videos erklärt. Aber eigentlich ist es ja nur kurz zusammengefasst, hinteres minus vorderes. Das heißt, meine Rechnung wird sein B minus A. Das heißt, jetzt kann ich mir diesen Punkt hier schnappen, bin dann bei minus 1, 4, 6, minus A, also 1, 2, 3. Und das Ganze muss ich ausrechnen, dann habe ich schon mal den ersten Richtungsvektor. Bitte achte ein bisschen auf deine Vorzeichen. Erste Koordinate, minus 1, minus 1, ist minus 2. Zweite Koordinate, 4, minus 2, ist 2. Letzte Koordinate, 6, minus 3, ist 3. Dann habe ich also schon einmal diesen Richtungsvektor hier, nämlich minus 2, 2 und 3. Und jetzt brauche ich natürlich auch noch einen zweiten Richtungsvektor. Der zweite Richtungsvektor, der muss wieder im Ortsvektor anfangen, das heißt im Punkt A, und geht dann zu einem anderen Punkt. Der hier. Das ist dann also der Vektor, der in A anfängt, nach C geht. Wie du siehst, auch der fängt nicht im Ursprung an, also müssen wir den auch ausrechnen. Wir bilden also den Vektor AC, indem wir wieder hinteres minus vorderes rechnen, also C minus A. Ganz konkret mit diesen Zahlen. 0, 5, 2, minus 1, 2, 3. Wenn wir das ausrechnen, 0 minus 1 ist minus 1, 5 minus 2 ist 3, 2 minus 3 ist minus 1. Und jetzt haben wir auch schon den zweiten Richtungsvektor, nämlich mit minus 1, 3 und minus 1. Und so haben wir jetzt eine komplette Ebene in Parameterform aus diesen drei Punkten erstellt. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, die Ebene wird dann zwischen den beiden Richtungsvektoren, anderes Wort dafür, sind ja Spannvektoren, aufgespannt. Das soll es heute schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir dieses Video so geholfen hat. Wenn das so ist und du mir einen Gefallen tun würdest, dann würde ich sagen, verbreite doch mal bitte ganz kurz dieses Video unter deinen Freunden bzw. unter deinen Klassenkameraden, sodass ich denen auch in Mathe helfen kann. Wenn du noch weitere Videowünsche hast, dann bitte schreib mir die unbedingt in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.